Willkommen in der Justizvollzugsanstalt. Sie werden heute einen Einblick in das Leben eines Gefangenen bekommen. Ich werde heute ein Interview mit ihm durchführen, wie es ist, im Knast zu sein. Wir werden ihn jetzt in seiner Zelle aufsuchen. Ich habe gehört, man kann im Knast einer Beschäftigung nachgehen. Was machst du hier? Arbeitest du hier oder was machst du hier? Der Wärter sagt hallo, ich guck dem Punk ins Gesicht und denk mir, was für eine Hau. Ich hab es satt, jeden Morgen müssen die Affen mich stressen. Ich hab keinen Bock, die zu sehen, diese hässlichen Fressen. Bin so müde und hab keinen Bock, halt auf die Arbeit zu gehen. Hab keinen Bock, die nächsten dummen Scheiß fressen zu sehen. Also muss ich schnell aufstehen, mir einen Arzt mit daneben. Den dann schnell ausfüllen und den blauen Mars mit geben. Ich geh zurück in die Zelle und überleg, was ich habe. Ich denk mir schnell eine Krankheit aus, die ich dem Arzt dann sage. Ich warte und warte, endlich geht es auch los. Der Blaue schließt die Tür auf und sagt, Bio, es geht los. Kaum beim Arzt angekommen, muss ich auch schon rein. Ich fange an zu zappeln und ich sag, ich brauch ne Game-Schein. Die Ärzte gucken schockiert und fragen, was ist denn los? Ich sag, ich hab das Tanzfieber und komm davon nicht mehr los. Chill nur am Wochenende, chill nur am Wochenende, chill nur am Wochenende, chill, chill nur am Wochenende, 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 chill nur am Wochenende. Die Wichser schneiden mich fest, geben mir gleich 10 Spritzen. Mein Arsch tut zu weh, wirklich, ich kann echt kaum noch sitzen. Endlich geht es wieder los, wir sind auf dem Weg zurück. Ab der Hälfte der Strecke überkommt mich das Glück. Das Dramal fange ich an, voll die Filme zu schieben. Ich denke, ich bin ein Vogel und versuche zu fliegen. In meinem Wahn habe ich 10 Minuten gar nichts geschnitten. Plötzlich merke ich, was von hinten an meiner rechten Schulter tippt. Ich dreh mich um, sehe 20 Leute in blauen Anzügen, die kurze Zeit später ohne Gnade auf mich einprügeln. Das letzte, was ich sah, war ein Holzschock so dick, der durch die Riesenmenge flog direkt in mein Genick. Ich wurde wieder Mutter, machte meine Augen auf. Ich lag im Scheißbunker und gefesselt war ich auch. Immer dasselbe, wenn ich nicht zur Arbeit will. Eigentlich reicht es ja, wenn ich nur am Wochenende chill, oder? Chill nur am Wochenende, 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 chill nur am Wochenende.